Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Oh, was habe ich hier denn für einen Knoten in meiner Leitung? Okay, macht nichts. Ich habe jetzt schon einige Male versucht, hier live zu gehen. Auf Facebook für dich. Wollte nicht, jetzt hat es geklappt. Was ist das Thema heute? Ich würde gerne mit dir drüber sprechen. Was tun, wenn du eigentlich tief in dir eine andere Vorstellung von deinem oder auch von eurem gemeinsamen Leben hast als dein Partner. Vielleicht kennst du das. Du hockst abends so mit deinem Partner, vielleicht auch zusammen auf der Couch und ihr guckt einen Fernsehfilm gemeinsam an und eigentlich sitzt nur dein Körper da und macht so, als würde er ins Fernsehen reinschauen. Und du bist mit deinen Gedanken ganz sonst wo. Du träumst eigentlich von einem ganz anderen Leben und denkst, was geht hier eigentlich ab? Das ist eigentlich gar nicht das, was ich mir so mal vorgestellt habe in meinem Leben. Oder auch ansonsten, hallo liebe Gabriele, guten Morgen. Oder auch ansonsten im Alltagsgeschehen, wenn dein Partner morgens vielleicht das Haus verlässt und du bist den ganzen Tag mit den Kindern alleine oder vielleicht verlasst ihr morgens auch gemeinsam das Haus und die Kinder gehen zur Schule oder gehen gleich noch in den Kindergarten, je nachdem, er bringt sie in den Kindergarten und du hockst auf der Arbeit und denkst, ich würde eigentlich gerne viel mehr Zeit mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meiner Familie verbringen. Ich hätte eigentlich gerne, dass wir alle gemeinsam viel mehr Zeit miteinander verbringen würden. Und du sprichst vielleicht auch das ein oder andere Mal mit deinem Mann ganz offen und ehrlich darüber. Hallo, liebe Gabriele. Vielleicht auch abends mal beim Essen oder bei einem Glas Wein oder so oder auch mal so zwischendurch. Und du merkst dann aber, dass dein Mann eigentlich zufrieden ist mit dem, wie ihr es gerade vorfindet. Hallo, liebe Karin. Und ich sage jetzt eigentlich, weil tief in seinem Inneren, in seinem Herzen, hätte er es schon gerne anders. Aber Männer sind noch mehr Meister darin, Gefühle zu unterdrücken als wir Frauen. Und deshalb gibt er es nicht zu und sagt, hey Schatz, ist doch alles gut. Uns geht's doch gut, wir verdienen gutes Geld. Es gibt so viele Menschen da draußen, denen geht's noch nicht mal so gut wie uns. Und wir können ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub fahren oder wie auch immer. Also du merkst, dass er sich sehr, sehr noch viel mehr als du mit diesem ganzen System, in dem ihr drin steckt, arrangiert. Und du würdest gerne eigentlich einen anderen Weg gehen, aber du merkst, dass er auch nicht offen dafür ist. Vielleicht bist du auch hier in der Gruppe gelandet, vielleicht betrifft dich das ja auch gerade so, dass du dir sagst, ich würde schon gerne mir mein Leben ganz anders gestalten, frei sein, mehr Zeit für mich haben, für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Partner. Ich würde gern mit allen zusammen mal, ja, auf der Welt unterwegs sein oder schöne Orte besuchen. Es muss ja auch nicht gleich die Weltreise sein, aber einfach tagsüber die Dinge tun, die mir wirklich am Herzen liegen. In erster Linie die Dinge tun und nicht Dinge machen, die mir nicht wirklich Freude bereiten. Und ja, einfach nur am Funktionieren sein. Und du merkst einfach, dein Partner, dein Mann zieht da nicht so richtig mit, weil er sich noch schöner redet als du. Oder weil es vielleicht auch überhaupt nicht wirklich so in seiner Welt ist, dass das Leben auch anders ausschauen kann als das, was du, was ihr gerade als Paar oder eben auch als Familie in eurer Lebenswirklichkeit vorfindet. Und was tun? Darüber möchte ich mal mit dir sprechen. Am hilfreichsten ist immer, wenn du dir Fragen stellst. Die erste Frage, die kann lauten, dass du dich fragst, willst du wirklich so, wie du bisher lebst, mit deiner Familie weiterleben? Ist es wirklich das, was du dir vorgestellt hast? Ist es auch wirklich das,
was du als Vorbild für deine Kinder sein möchtest. Wenn da ein klares Nein kommt, dann ändere was, dann triff eine Entscheidung. Die nächste Frage ist dann, die du dir stellen kannst, wie kann es jetzt leichter für mich gehen, wie kann es einfacher für mich gehen und für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Partner. Und da könntest du zum Beispiel auch zur Antwort bekommen, hallo liebe Denise, wenn ich meinem Herzen folge, wenn ich genau das mache, was mir selbst entspricht, meinem Seelenplan also entspricht, dann bin ich in meiner Freude, dann bin ich bei mir. Dann bin ich in meiner wahren Kreativität, dann bin ich bei meinen wahren Gaben und Stärken. Und das möchte ich gerne raustragen in die Welt. Und die nächste Frage ist dann, hallo liebe Petra, die nächste Frage ist dann, wie kann ich es verändern, indem du eben nicht nur die Entscheidung triffst, sondern auch gehst? Und zwar indem du vorgehst, indem du für dich entscheidest, ich mache jetzt mein Ding. Das heißt nicht, dass du damit entscheidest, dich von deiner Familie und deinem Partner zu trennen, sondern das heißt, dass du einfach als Vorbild vorangehst und es deiner Familie, sowohl deinem Partner und auch deinem Mann zeigst, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, das Leben zu leben, euer Leben zu leben, sowohl als Paar als auch als Familie. Denn wenn du versuchst, von Anfang an deinen Partner mit in dein Universum zu nehmen, der sich immer noch total schön redet, dass doch alles so in bester Ordnung ist und du selbst auch noch voller Zweifel bist, gerade so in den Anfängen, dann wird dir das weniger gelingen. Hallo liebe Petra. Dann wird dir das weniger gelingen, im Gegenteil, meist wird es dann so sein, dass dein Partner dich wieder in seinem Universum hat und du wieder, ja, ich bringe wieder das Eingangsbild, abends neben ihm auf der Couch hockst, mit ihm irgendeine Fernsehsendung anguckst, die dich überhaupt nicht interessiert und du denkst, hey, verdammt nochmal, das ist einfach nicht das, was ich wirklich mir in meinem Leben mal vorgestellt habe. Und wenn du, meine Liebe, aber für dich die Entscheidung triffst, ich gehe jetzt für das, wofür ich brenne, ich entdecke das jetzt, ich entdecke jetzt meine wahre Gaben, Stärken, meine Energie, meinen Seelenplan und gehe in meinem Sinne, aber auch im Sinne für unsere gesamte Familie, also auch für meinen Mann und für meine Kinder, diesen Weg, ich gehe davor. Was glaubst du denn, was wird geschehen? Du merkst, wenn du auf diesem Weg bist, natürlich auch wenn du Unterstützung hast auf diesem Weg, dass es funktioniert. Du merkst, dass du in eine andere Energie reinkommst, in eine viel höher schwingende, anziehendere, freudvollere Energie. Und was wollen denn letzten Endes dein Schatz, dein Partner, deine Kinder? Die wollen doch auch mehr leichtere Energie und mehr freudvollere Energie. Das heißt, ohne dass du dich da irgendwie anstrengst und jemanden überzeugen musst, die wollen alle bei dir sein, die werden dir folgen, du wirst sie in dein Boot mit einladen können dann. Die werden dich fragen, hey, was machst du da? Mach gerne mehr davon und wir sind dabei. Und so kannst du letzten Endes, im Grunde genommen sogar auch, deine Familie retten, eure Partnerschaft, eure Ehe, eure Beziehung retten. Denn letzten Endes, warum gehen denn so viele Beziehungen und Familien auseinander? Weil sie alle immer in der Freude sind, weil sie alle immer bei sich sind, weil sie das machen, was ihrem Seelenplan entspricht, weil sie tagsüber die Dinge machen, die wirklich ihrem Herzen entsprechen und in der Freude und in der Leichtigkeit sind. Gehen deshalb Beziehungen und Familien auseinander? Oder scheitern die Beziehungen und die Familien, weil jeder unzufrieden mit dem ist, was er gerade macht?
weil überall Mangel da ist, im Hinblick auf Freude, im Hinblick auf Geldenergie, im Hinblick auf Fülle, im Hinblick auf Liebe auf gewisse Art und Weise, weil jeder im Groll und im Hass und im Ärger ist. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Letzten Endes, wenn du jetzt wirklich in dieser Situation bist und du gerne für dich gehen möchtest, du wirst deine Beziehung, eure Ehe, eure Familie letzten Endes auch damit retten. Weil wenn du vorgehst und zeigst, es funktioniert, sie werden bei dir sein wollen. Und selbst, worst case, wenn es dennoch auseinandergehen sollte, glaubst du, dass du dann ansonsten wirklich glücklich bis zu deinem Lebensende geworden wärst mit deinem Partner? Oder hättest du dich dann dein Leben lang auch nur arrangiert oder früher oder später wäre es eh auseinandergegangen? Es sind keine angenehmen Fragen. Hallo, liebe Selina. Es sind keine angenehmen Fragen, ist auch zunächst kein angenehmer Schritt. Aber lausch mal mit deinem Herzen hin. Wenn du bei dir selbst bist, in deinem Herzen, in deiner Freude, in deiner Energie und das machst, was dir wirklich Freude bereitet, was wirklich dein Ding ist. Hallo, liebe Elke, was bist du denn dann? Du bist doch ein Magnet für noch mehr Freude und Leichtigkeit und Fülle. Und so kann doch deine Familie, dein Partner, wenn ihr denn wirklich füreinander bestimmt seid, deine Kinder, nichts anderes als auch auf ihre Art und Weise mit im Boot sein. Und so könnt ihr eure Familie, eure Partnerschaft retten. Und du kannst vor allem deinen Kindern auch noch etwas anderes mit auf den Weg geben. Nämlich, dass es letzten Endes im Leben darum geht, wirklich auf sein Herz zu lauschen, sein volles Potenzial zu leben, das zu entfalten und sich das Leben so nach dem eigenen Standard, so wie es zu dir und zu deinen Kindern passt. Dass deine Kinder sich nicht auch noch abmühen müssen, viele Jahre, bis sie dann erst vielleicht ihren Seelenplan entdecken, sondern dass du eben vorgehst und ihnen zeigst, wenn deine Kinder schon älter sind, vielleicht auch schon im jugendlichen Alter, vielleicht auch schon erwachsen sind, vielleicht auch schon aus dem Haus sind und du siehst jetzt als Mama vielleicht, ja, wie sie letzten Endes dein Leben nachleben, euer Leben nachleben, einem Beruf nachgehen, der sie nicht wirklich erfüllt, nur des Geldes wegen diesem Beruf nachgehen und dir eigentlich innerlich das Herz blutet. Gerade dann kannst du für dich die Entscheidung treffen, hallo liebe Danuta, ich gehe jetzt vor und ich zeige euch, dass es auch anders möglich ist. Nur mit diesem Vorbild, sowohl für deine Familie, deine Kinder, egal in welchem Alter sie sind, wenn sie noch kleiner sind, wenn sie noch jünger sind, wenn sie vielleicht noch in die Schule gehen, dann kannst du einfach vieles verhindern und schon jetzt einen anderen Grundstein legen. Wenn die Kinder schon erwachsen sind, dann kannst du ihnen jetzt zeigen, hey, es geht auch anders. Und so letzten Endes dich selbst, eure Familie und eure Partnerschaft retten. Und euren Beitrag leisten für ein liebevolleres, besseres Miteinander. Und jetzt stellen wir uns mal vor, gerne, wenn alle Familien dieser Welt so in ihrer eigenen Kraft und Energie sind. Ich möchte jetzt noch etwas ansprechen, was viele, viele Menschen, vielleicht auch dich, berührt und betrifft, dass wir letzten Endes Frieden wollen auf dieser Welt, ein friedvolles Miteinander. Und wenn du so mit deiner Familie im Frieden bist, mit dir selbst, mit euch allen, in der Liebe, ist das ein Beitrag für eine friedvollere Welt? Aber du darfst vorgehen. Du selbst darfst vorgehen. Du darfst die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt, ich entdecke jetzt,
das, was mich ausmacht. Ich entdecke jetzt meine eigenen Gaben und Stärken. Ich entdecke jetzt meinen Seelenplan, um wieder diesen Begriff zu nutzen, und gehe vor und lass mir helfen dabei und gestalte mir und meiner Familie so das Leben genau so, wie es uns gefällt, wie es zu uns passt. Das war mein Wort zum Montagsanfang, zum Start in die neue Woche. Ganz, ganz liebe Grüße. Jemand von euch lieben Zuschauern hier, die Elke, Danuta, Selina oder Petra, Denise, wenn jemand von euch oder die Karin jetzt in dieser Situation gerade ist und vielleicht noch Fragen hat, ich habe noch ein bisschen Zeit. Schreib mir doch dann gerne mal ein Ja ins Feld hier rein. Dann kann ich dich auch gerne hier noch dazu holen und dir noch Fragen auch live beantworten. Schreib mir da gerne mal ein Ja dann hier ins Kommentarfeld rein. Dann schaue ich mal, ob ich dich hier dazu einladen kann. Okay. Das scheint jetzt von der Verbindung her. Heute Morgen ist die Verbindung nicht ganz so stabil hier in Athen. Gut, dann das nächste Mal vielleicht. Also, alles Liebe, bis ganz bald. Ciao.